Moin Leute und herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Denn heute zeige ich euch, wie ihr eure Spezialfahrzeuge im Ölchen gründet. Und das, Leute, okay, ich bin einfach mal ehrlich, Leute, dieser Glitch ist tatsächlich ein bisschen anspruchsvoll. Aber machbar, Leute. Bevor wir mit dem Video anfangen, würde ich jetzt schon mal zu bitten, einen fetten Like fürs Video dazu lassen. Und Leute, die meisten meiner Zuschauer sind nicht meine Abonnenten. Deswegen geht sicher, dass ihr mich abonniert habt. Und falls euch das Video wirklich nicht gefällt, könnt ihr mich immer noch deabonnieren. Deswegen macht's doch mal einfach. Aber gut, Leute, was braucht ihr denn für diesen Glitch? Bevor wir damit starten, Leute, unterteile ich das Video erstmal in zwei Videohälften so gesehen. Einmal den Glitch, wie wir unsere Fahrzeuge merchen, und so gesehen einmal den Glitch, wie ihr dieses gemerchte Spezialfahrzeug abspeichern könnt. Und Leute, hier nochmal ganz klar gesagt, ihr könnt eure Spezialfahrzeuge merchen, die im Fahrzeuglagerhaus sind, also euren Ruiner, euren Ramp Buggy etc. und eure Spezialfahrzeuge aus dem Nachtclub. Das bedeutet den Speedo Custom, den Mule Custom oder wie auch immer der dritte heißt. Ne? Ihr wisst Bescheid. Aber, wirklich aber, Leute, ihr könnt keine Fahrzeuge aus der Basis merchen. Das geht leider mit diesem Glitch nicht. Nur mal vorweg. Aber gut, Leute, für den ersten Teil des Videos, was braucht denn für diesen Glitch? Naja, ihr als Mercher so gesehen braucht eine Arena inklusive Arena-Garage. Und in der Arena-Garage, Leute, braucht ihr mindestens drei Fahrzeuge. Und Leute, es können irgendwelche drei sein, denn diese drei Fahrzeuge werdet ihr nicht verlieren oder sonst irgendwas. Deswegen können es ruhig persönliche Fahrzeuge sein. Außerdem, Leute, braucht ihr für diesen Glitch auch das U-Boot, die Konkoschka, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, ich glaube nicht, aber generell egal. Außerdem, Leute, braucht ihr für diesen Glitch auch noch ein gemerchtes Sonderfahrzeug. Das bedeutet einen gemoddeten Terabyte, ein gemoddete Avenger oder ein gemoddete MOC. Falls ihr das nicht habt, Leute, habe ich auf meinem Kanal hochgeladen, wie ihr euren Terabyte merchen könnt oder wie ihr eure Avenger merchen könnt. Und Leute, falls euch das zu schwer ist, habe ich auch noch ein Video hochgeladen, wie ihr eure Avenger zu Freunden geben könnt. Also Leute, ihr habt eigentlich massig Auswahl. Und Leute, für diesen Glitch braucht ihr auch noch die Assistentin von CEO Tower, beziehungsweise den Assistenten, je nachdem, was ihr habt. Aber gut, Leute, was braucht ihr denn noch für diesen Glitch? Dieser Glitch muss in einer Einladungsliste stattfinden, das ist tatsächlich auch sehr, sehr wichtig für diesen Glitch. Außerdem braucht ihr auch noch einen Freund, der euch bei diesem Glitch unterstützt. Falls ihr keinen Freund habt, Leute, kein Problem. Ich habe einen Discord-Server extra dafür gemacht. Sprich, wenn ihr jemanden sucht, der euch hilft beim Glitchen, geht einfach auf meinen Discord-Server und fragt mal rum, ey yo, wir hatten mal Zeit, bei mir kurz zu helfen. Und Leute, ich bin mir sicher, da findet sich bestimmt einer. Also, wenn ihr alles habt, Leute, können wir auch direkt mit dem Merch-Glitch anfangen. Als erstes seid mit eurem Freund in einer Einladungssitzung vor eurer Arena. Und ganz wichtig, Leute, euer Freund muss wirklich mit vor eurer Arena stehen. Denn ihr geht jetzt einfach zu Fuß in eure Arena rein. Seid in eurer Arena angekommen, Leute, öffnet jetzt euer Interaktionsmenü und geht auf Arena einladen und ladet euren Freund zu eurer Arena ein. Habt ihr das gemacht, Leute? Öffnet jetzt euer Smartphone, geht auf schneller Job, scrollt runter zu Aktivitäten und wählt euch irgendeine Aktivität auf. Sei es Golf, Darts, Andrücken, Tennis, wie auch immer. Und geht auf, ganz wichtig, auf alleine beitreten. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig, Leute. Als nächstes, naja, müsst ihr jetzt einfach mal warten. So circa 20 Sekunden. Denn nach 20 Sekunden steht dann unten 1 von 4, 1 von 2 auf Spielersuche. Und Leute, wenn ihr das habt, könnt eurem Freund sagen, ey yo, bin ready, du kannst machen. Gut, um das Ganze euch besser zu zeigen, switchen wir einmal die Ansicht, denn wir sind in der Ansicht von unserem Freund. Euer Freund muss jetzt Folgendes tun. Euer Freund öffnet das Handy, geht es auf Jobliste und geht auf die Einladung zur Arena. Und zwar so, dass er noch einmal X drücken müsste, um in die Arena reinzugehen. Wenn euer Freund das gemacht hat, geht es einfach aufs PlayStation-Menü. Ist er jetzt im PlayStation-Menü, geht es auf euer Profil und geht dann auf Beitreten. Aber Leute, er geht es nicht sofort beitreten, sondern er bleibt im PlayStation-Menü so gesehen, dass er noch einmal X drücken müsste, um beizutreten. Denn Leute, es gibt ein bisschen Timing-Part, aber der ist nicht schwer. Den solltet ihr hinkriegen. Wenn jetzt euer Freund euch beitritt, muss euer Freund sofort, so schnell es geht, mit X spammen. Und zwar ist das Ziel, dass er natürlich euch beitritt, aber gleichzeitig auch in die Arena reingeht, da er eure Einladung auf dem Handy ja auch annimmt. Und wenn alles funktioniert hat, Leute, spawnt er hoch zur Wolke, aber weil es ja eine private Sitzung ist, spawnt er wieder runter. Und wenn er wieder gespawnt ist, Leute, müsste seine Minimap einfach useless sein, da einfach nichts mehr zu sehen ist. Wenn er das geschafft hat, Leute, optimal. Dann kann euer Freund euch Bescheid sagen, ey yo, hab's geschafft, kannst jetzt weitermachen.
Aber bevor es jetzt hier weitergeht, ganz wichtig, Leute, euer Freund darf sich nicht von Arena entfernen, sonst kommt die Minimap wieder und ihr müsst alles von vorne machen. Außerdem, Leute, kann es manchmal sein, dass die Minimap sich nach einer gewissen Zeit einfach wiederkommt. Wenn das passiert und ihr noch nicht fertig seid mit den Glitchen, müsst ihr es leider von vorne machen. Deswegen, Leute, beeilt euch besser, so viel Zeit habt ihr leider nicht. Also Leute, wir switchen mal jetzt mal wieder die Ansicht. So, ich bin jetzt wieder der Glitcher, so gesehen der Mercher in diesem Glitch. So, wir fahren jetzt einfach mit irgendeinem Auto aus der Arena raus. Und wie gesagt, Leute, es ist völlig egal, welches Fahrzeug, da ihr diese Fahrzeuge nicht verlieren werdet. Seid ihr draußen angekommen, Leute, steigt ihr aus und euer Freund steigt einfach ins Fahrzeug ein. Ist euer Freund ins Fahrzeug eingestiegen, geht jetzt einfach zu Fuß in eure Arena wieder rein. Seid ihr in der Arena angekommen, Leute, setzt es einfach in irgendein anderes Fahrzeug. Und Leute, ihr drückt jetzt die rechte Pfeiltaste für die Arena-Werkstatt. Und naja, Leute, es passiert einfach nichts. Es passiert einfach nichts. Und Leute, das ist sehr gut. Denn jetzt drückt ihr nochmal die rechte Pfeiltaste und naja, irgendwie passiert immer noch nichts. Und jetzt drückt ihr auf die Optionstaste. Wenn ihr Optionstaste gedrückt habt, naja, drückt sie einfach nochmal, damit das Optionsmenü einfach wieder weggeht. Und jetzt, Leute, müssen wir mal kurz die R2 und die L2-Taste probieren, denn ihr werdet merken, ihr könnt in der Arena fahren. Und Leute, das ist sehr gut für diesen Glitch, denn jetzt müssen wir mit dem Fahrzeug zur Garagenausfahrt fahren und damit so gesehen eine Seite von eurem Fahrzeug richtig einklemmen, so wie ich das hier im Video mache. Habt ihr das gemacht, Leute, steigt einfach ins Fahrzeug aus und steigt in irgendein anderes Fahrzeug wieder ein. Das Ziel ist es, Leute, das Fahrzeug, was gerade in der Garagenausfahrt steht, richtig einzuklemmen. Sprich, Leute, ihr nehmt jetzt das zweite Fahrzeug und klemmt das andere Fahrzeug richtig ein. Wenn ihr das gemacht habt, Leute, steigt ihr aus, geht zum Fahrzeug und drückt mal Dreieck. Und wenn ihr euch rein teleportiert, Leute, sehr gut. Denn jetzt als nächstes geht ihr zu Fuß zur Garagenausgang. Und zwar so, dass sich oben links das Menü öffnet, also dass da steht Arena verlassen. Und Leute, jetzt ein kleiner Timing-Part, aber ich glaube, wir werden ganz easy hinbekommen. Denn sobald ihr das Menü offen habt mit Arena verlassen, müsst ihr jetzt X und Dreieck gleichzeitig drücken. Das bedeutet, ihr verlasst die Arena und teleportiert euch gleichzeitig in euer Fahrzeug rein. Und Leute, wenn jetzt alles funktioniert hat, müsst ihr jetzt draußen spawnen mit eurem Fahrzeug, was ihr eingeklemmt hattet. Wenn das passiert, Leute, sehr gut. Denn als nächstes müsst ihr das Interaktionsmenü öffnen, geht auf Fahrzeuge und bestellt euer Spezialfahrzeug, was ihr euch merchen möchtet. Also in meinem Fall ist es dieser Ruina 2000. Und jetzt, Leute, müsst ihr bis 15 zählen. Denn euer Spezialfahrzeug wird jetzt nicht geliefert oder ihr merkt auch nicht, wenn es geliefert wird. Deswegen zählt jetzt einfach bitte bis 15. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig, Leute. Denn wenn ihr die nächsten Schritte zu früh macht, müsst ihr von vorne machen. Deswegen zählt ruhig langsam bis 15. So, in meinem Fall habe ich das jetzt einfach mal gemacht. Und die Zeit ist jetzt abgelaufen. Sprich, euer Freund steigt jetzt einfach aus. Und Leute, ihr könnt theoretisch jetzt sehen, ob es funktioniert. Denn euer Nummernschild sollte sich jetzt ändern. Falls, wie gesagt, falls euer Spezialfahrzeug nicht dasselbe Nummernschild hat. In meinem Fall hat jetzt jedes Fahrzeug bei mir natürlich das NHW-Logo und naja, das NHW-Nummernschild ist halt überall drauf und wenn sich von NHW-Nummernschild auf NHW-Nummernschild, naja, ihr merkt auch schon, es ist einfach das Gleiche. Deswegen habe ich das jetzt nicht gesehen, dass sich das Nummernschild ändert. Aber bei euch, Leute, falls ihr keine persönlichen Nummernschilder habt, werdet ihr das jetzt sehen, dass sich das Nummernschild geändert hat. Denn das Fahrzeug, wo ihr gerade drinnen sitzt, ist das Spezialfahrzeug. Auch wenn ihr das gerade nicht seht, Leute, ist aber so. Glaubt mir einfach. Denn als nächstes müsst ihr jetzt einfach die Cops auf euch aufmerksam machen. Das bedeutet, ihr nehmt jetzt irgendeine Pistole und ballert im Auto, ganz wichtig, im Auto einfach mal rum. So, dass die Polizei zu euch kommt und euch dann tötet. So, Leute, seid jetzt wieder respawned und euer Fahrzeug wurde beschlagnahmt. Kommt jetzt ein Timing-Part, der nicht ganz so einfach ist. Aber, Leute, hört einfach zu. Denn ihr müsst jetzt erstmal schauen. Ihr müsst jetzt aufs Handy gehen, geht auf Kontakte und schaut, wo eure Assistentin ist. Denn ihr müsst dahin so schnell wie es geht hingehen und gleich anrufen können. Und ganz wichtig, Leute, ihr dürft auch jetzt hier nicht Motorradclub sein. Denn da wird eure Assistentin einfach nicht rangehen. Also Leute, in meinem Fall war es jetzt hier, wenn ich auf Kontakte gegangen bin, dreimal die rechte Pfeiltaste und ich glaube zweimal nach unten oder nach oben, je nachdem. Auf jeden Fall Leute, ihr könnt mit Seiten überspringen, wenn ihr die rechte oder linke Pfeiltaste drückt, um es schneller zu machen für euch. Gut, ich habe jetzt gemerkt, wo meine Assistentin ist, denn jetzt öffnet ihr euer Interaktionsmenü, geht auf Sonderfahrzeuge und bestellt euer U-Boot. Und sobald ihr euer U-Boot bestellt habt, Leute, müsst ihr sofort aufs Handy, geht auf Kontakte und geht auf eure Assistentin. Und sobald ihr eure Assistentin anruft, müsst ihr X spammen, was das Zeug hält.
Und wenn alles funktioniert hat, Leute, wenn wirklich alles jetzt hier funktioniert hat, müsste euer Fahrzeug nicht bei euch spawnen. Nein, euer Fahrzeug wird, das seht ihr auch sogar auf der Minimap, wird irgendwo anders hingeparkt. Und wenn ihr jetzt auf die Karte schaut, werdet ihr merken, mein Auto ist jetzt irgendwie auf dem Meer. Und Leute, das ist sehr gut. Denn euer Auto ist jetzt so gesehen auf der Position, wo euer U-Boot ist. Denn als nächstes bestellt ihr jetzt wieder über das Interaktionsmenü bei Sonderfahrzeuge das Sonderfahrzeug, was bei euch gemerged ist. Also euer Terabyte, eure Avenger oder euer MOC. Und wie gesagt, Leute, falls ihr nichts davon habt, keine Sorge, ich habe schon Videos hochgeladen, wie ihr eure Terabyte mergen könnt, wie ihr eure Avenger mergen könnt und so weiter und so fort. Deswegen schaut einfach mal vorbei. Aber gut, Leute, jetzt bestellt ihr eins von diesen drei Dingen. In meinem Fall habe ich jetzt 1 Terabyte bestellt. Habt ihr jetzt 1 Terabyte bestellt, so wie in meinem Fall, naja, müsst ihr jetzt einfach ein Straßenfahrzeug nehmen und zu eurem Terabyte hinfahren. Ihr kennt vielleicht diesen Merch-Glitch so zum Terabyte, zum Auto-Merch-Glitch. Aber hier ist es anders, denn beim normalen Glitch müsst ihr jetzt euer gemerchtes Auto ungetunt vor euch stehen. Das passiert bei Spezialfahrzeugen nicht. Deswegen nicht wundern, Leute, falls ihr euch gewöhnt seid vom anderen Glitch. Das wird jetzt hier nicht passieren. Aber gut, Leute, ich schweife wieder ab, denn wir fahren jetzt zu unserem Terabyte. Und Leute, sobald ihr bei euren Terabyte angekommen seid, boom, das Fahrzeug ist gemerged. Wie geil ist das denn? Und Leute, so, ja, mehr oder weniger einfach geht das mit diesem Glitch. Aber Leute, hier noch das große Problem, das Fahrzeug ist ja nicht gespeichert. Und es ist ein Sonderfahrzeug und, ja, es ist einfach schwierig, solche Fahrzeuge abzuspeichern. Deswegen Leute, kommen wir zum nächsten Schritt unseres Videos. Nämlich, wie ihr dieses Fahrzeug jetzt abspeichern könnt. Also Leute, was braucht ihr denn jetzt, um das Fahrzeug jetzt abzuspeichern? Naja, ihr braucht jetzt hier auch einen Bunker inklusive MOC. Im MOC, im dritten Teil, braucht ihr ein Lager für persönliche Fahrzeuge. Und im Lager für persönliche Fahrzeuge braucht ihr ein Motorrad, was einzigartig ist. Das bedeutet, was ihr auf jeden Fall wiedererkennt in der MC-Liste, wenn ihr ein Motorrad bestellen möchtet. Also sprich, das Motorrad habt ihr sonst einfach nicht. Und euer Freund braucht das Gleiche, ne? Denn ihr müsst jetzt gleich 2x Gift Cards to Friends machen. Einmal, wir geben dieses Spezialfahrzeug, gemerchtes Spezialfahrzeug, per Gift Cards to Friends zu ihnen und dann einmal wieder zurück. Und so habt ihr es halt einfach abgespeichert. Und Leute, euer Freund, um sich zu verglitschen, braucht auch eine Arena und mit mindestens 1 Fahrzeug in der Arena-Garage. Das ist halt sehr, sehr wichtig bei diesem Glitch. Und Leute, außerdem braucht ihr noch einen anderen Zielmodus. Mein Tipp, ein freies Ziel. Den Zielmodus könnt ihr in Story-Modus oder im Editor ändern. Und Leute, das zeige ich euch jetzt sofort. Falls sich jetzt euer Freund sagt, ey yo, dein Spezialfahrzeug sieht sehr nice aus, hätte ich eigentlich auch echt gerne abgespeichert. Dann Leute, braucht euer Freund auch das Spezialfahrzeug Lagerhaus, inklusive schon den Spezialfahrzeug. Also in meinem Fall hat mein Freund jetzt auch schon den Hurina 2000. Ob er gemerged ist oder nicht, egal, er muss ihn einfach nur schon mal haben. Gut Leute, und das Ganze muss natürlich auch in einer Einladungssitzung stattfinden. Seid jetzt beide in einer Einladungssitzung und steht vor eurer Arena, dann muss sich jetzt euer Freund ein Fahrzeug aus der Arena bestellen. Und Leute, ich switche jetzt einfach mal hier auch wieder die Ansicht, dass ich jetzt der Freund bin, nur dass ihr jetzt versteht. Denn euer Freund hat sich jetzt ein Auto aus der Arena-Garage bestellt. Und ganz wichtig, Leute, ist es aus der Arena-Ebene und nicht irgendwie B1 oder B2. So, euer Freund steht jetzt vor der Garage, aber nicht direkt an der Garage, sondern einfach nur davor. Und die Mercher, so gesehen die Glitcher bei diesem Glitch, müssen sich jetzt ein Straßenfahrzeug suchen, womit sie gut rammen können. Also im optimalen Fall irgendwie so ein LKW oder sonst irgendwas. Denn Leute, die Glitcher dürfen sich in diesem Fall kein persönliches Fahrzeug bestellen, da sonst das Spezialfahrzeug ja verloren geht, da es ja noch nicht gespeichert ist. Denkt dran. Okay Leute, haben jetzt die Glitcher ein Fahrzeug gefunden, womit sie rammen können, müssen sie als nächstes aufs Handy gehen, gehen auf schneller Job, gehen auf Aktivitäten und gehen jetzt wieder in irgendeine Aktivität rein, sei es Golf, Darts, Tennis, wie auch immer. Und ganz wichtig Leute, wie immer, auf alleine beitreten. Das ist ganz, ganz wichtig Leute. Und nach 20 Sekunden steht er dann unten rechts 1 von 2, 1 von 4, wie auch immer Leute. Wenn ihr das habt, dann könnt ihr eurem Freund sagen, ey yo, ich bin ready, sag Bescheid, wenn du auch ready bist. So. Wir als Freund so gesehen gehen jetzt aufs Profil vom Glitcher so gesehen und gehen jetzt auf seine Sitzung drauf, so dass wir nur noch einmal X drücken müssten, um diese Sitzung beizutreten. Wenn wir das haben, Leute, dann können wir den Glitcher so gesehen sagen, ey yo, ramm mich mal bitte mit dem Fahrzeug gegen die Garage von der Arena. Wenn ihr das gemacht habt, Leute, dann sagt euch der Glitcher Bescheid, ey yo, habe ich jetzt gemacht. Und Leute, ihr müsst jetzt X spammen, was das Zeug hält, denn ihr tritt jetzt so gesehen eurem Freund in die Aktivität bei
aber gleichzeitig fahren wir jetzt auch wieder in die Arena-Werkstatt. Und wenn alles funktioniert, Leute, müssten wir unsichtbar unter der Map spawnen. Sind wir jetzt hier gespawnt? Naja, drückt einfach mal Dreieck, steigt aus und fallt durch die Map. Und kurz Zeit später, Leute, spawnt ihr einfach wieder an der Oberfläche, komplett ohne Minimap. Und jetzt, Leute, seid ihr im Modus für Give Cars to Friends auf der PS5. Wie geil ist das denn? Und wie gesagt, Leute, falls ihr auf PS4 spielt, könnt ihr auch eure altbewährten Methoden benutzen zum Verglutschen. So, Leute, denn als nächstes müsst ihr jetzt einfach zu dieser Location hinfahren, um den Give Cars to Friends Spezialfahrzeuge auszuführen. Seid jetzt hier angekommen, Leute, stellt euch einfach mal gegen die Hauswand, auf jeden Fall nicht zum Parkplatz schauen, denn als erstes müssen wir jetzt hier unseren MOC bestellen über das Interaktionsmenü bei Sonderfahrzeuge. Haben wir jetzt das MOC bestellt, bestellen wir jetzt auch das Motorrad aus unserem MOC. Das bedeutet, wir öffnen jetzt hier auch wieder das Interaktionsmenü, gehen auf Sonderfahrzeuge, gehen auf mobile Kommandozentrale und Fahrzeug aus mobile Kommandozentrale anfordern. Wenn wir das gemacht haben, sehr gut. Mittlerweile ist auch dein Glitcher mit dem gemergten Spezialfahrzeug angekommen, also in meinem Fall ist es der Ruina 2000. Als erstes stellt sich der Glitcher einfach den Ruina 2000 einfach dahin und steigt jetzt mit euch auf eurem Motorrad auf. Denn der Glitcher muss jetzt so gesehen das Handy zücken, geht auf Kontakte, geht auf Nachricht senden und zwar so, dass sich das Textfeld öffnet. Wenn das Textfeld offen ist, Leute, kann euch der Glitcher Bescheid sagen, ey yo, kannst mal weitermachen. Denn wir fahren jetzt einfach mit dem Motorrad hinten rein ins MOC. Und zwar, Leute, sind wir jetzt gefreezed, aber auch nur so lange, bis jetzt die Glitcher vom Motorrad automatisch runtergeschmissen werden. Sobald die runtergeschmissen wurden, dann können wir wieder zur Seite fahren mit dem Motorrad. Und Leute, hier gibt es jetzt zwei Varianten, die ihr jetzt machen könnt. Für die Leute, die einfach sagen, nö, ich brauche dieses Spezialfahrzeug vom Glitcher nicht, dann könnt ihr einfach normal in Give Cars to Friends weitermachen. Aber für die, die sagen, ey yo, dein Ruina 2000 ist nice, den hätte ich gerne auch, dann müsst ihr jetzt Folgendes machen als Freund, ne? Denn ihr steigt vom Motorrad ab und lasst es jetzt einlagern. Und zwar müsst ihr dann jetzt wieder das Interaktionsmenü öffnen, geht auf Sonderfahrzeuge und bestellt jetzt auch den Ruina 2000 in meinem Fall. Sprich das Spezialfahrzeug, was sich die Glitcher gerade gemerged hatten. Soweit, so gut. Und ihr müsst jetzt auch warten, Leute, bis dieses Fahrzeug geliefert wurde. Und bitte kontrolliert das, indem ihr auf die Karte schaut. So, in meinem Fall ist er jetzt da, sprich ich kann jetzt weitermachen. So Leute, ab jetzt ist der Schritt jetzt wieder für beide Varianten gleich. Denn wir gehen jetzt einfach wieder zu unserem MOC hinten rein und gehen auf alleine beitreten. So Leute, ihr werdet jetzt einen unendlichen Blackscreen bekommen. Habt ihr einen unendlichen Blackscreen, müsst ihr jetzt jemanden suchen, der GTA spielt, aber einen anderen Zielmodus hat. Das bedeutet, wir gucken jetzt mal, wer GTA spielt und treten den jetzt einfach mal bei. So, haben wir jetzt jemanden gefunden, gehen wir jetzt auf Beitreten. Jetzt lädt sich in GTA die erste Meldung. Aber Leute, hier drückt ihr gar nichts, wirklich nichts, Leute. Denn hier geht es wieder ins PlayStation-Menü und treten den nochmal bei. Und hier, Leute, entscheidet sich, ob er einen anderen Zielmodus hat oder nicht. Denn wenn die Meldung in GTA gleich geblieben ist, hat er den gleichen Zielmodus wie ihr und ist unbrauchbar für diesen Glitch. Aber ändert sich jetzt hier die Meldung. Nämlich, dass jetzt hier steht, Achtung, er hat einen anderen Zielmodus und möchte den Zielmodus ändern. Perfekt, Leute, denn das bedeutet, er hat jetzt einen anderen Zielmodus und ihr müsst hier einfach nur Kreis mit abbrechen. Und Leute, ihr werdet jetzt sofort unsichtbar auf der Straße gespawnt und jetzt müsst ihr euch beeilen, denn jetzt steigt ihr einfach in den Ruine ein vom Ding Glitchern. Und Leute, zack, bum, bam, ihr seid jetzt im MOC mit den Warte mal, wo ist der Ruine? Hä, wieso ist er unsichtbar? Ach, keine Sorge, Leute, das ist normal. Die Spezialfahrzeuge werden unsichtbar, sind aber nicht gelöscht im MOC. Einfach nur unsichtbar. Aber ihr seid jetzt in der Regel gefreezed im MOC. Das bedeutet, Leute, die Glitcher müssen jetzt einfach kurz einen Job starten oder ihr habt einfach schon einen Job von Geralt bekommen, einfach im Laufe des Glitchen. In meinem Fall habe ich jetzt einfach eine Geralt-Kontaktmission auf dem Handy, deswegen brauche ich jetzt den Glitcher nicht, der mir hilft, jetzt wieder hier rauszukommen. Sprich, ich gehe jetzt einfach in ein Jobmenü rein, weil ich jetzt im Jobmenü drinne, gehe ich einfach wieder raus. Und Leute, und schon seid ihr entfreezed. Euer MOC wurde jetzt natürlich wieder zurück ins Lager geschickt, aber das ist kein Problem. Und Leute, falls wir uns jetzt hier entschieden haben, das gemerchte Spezialfahrzeug nicht für ewig abzuspeichern für unseren Freund, den Glitcher, dann müsst ihr jetzt den nächsten Schritt jetzt hier nicht beachten und ihr lasst einfach das Spezialfahrzeug unsichtbar in MOC. Aber gut, Leute, falls ihr jetzt gesagt habt, ey yo, wir möchten es ja in unser Fahrzeuglagerhaus abspeichern, kommen jetzt folgende Schritte. Denn als nächstes geht jetzt wieder ins Interaktionsmenü, registriert euch als MC President und bestellt jetzt euer Motorrad darüber. Denn wir müssen jetzt das Motorrad verkaufen bei LS Customs. Sprich, wir fahren jetzt zu LS Customs und verkaufen das Motorrad.
Haben wir jetzt das Motorrad verkauft, Leute, müssen wir jetzt an einer neuen GTA-Online-Sitzung. Das bedeutet, einfach neue Sitzungen suchen oder geht in den Editor und dann in eine Freundessitzung. Hauptsache, ihr geht in eine neue Online-Sitzung. Seid in der neuen GTA-Online-Sitzung gespawnt, geht jetzt einfach ins Interaktionsmenü, geht dann jetzt auf Fahrzeuge und bestellt jetzt das Spezialfahrzeug, was ihr eben von Glitcher bekommen habt. In meinem Fall den Ruina 2000. Und Leute, zack, bum, bam, das ist der gemerchte und schon ist er abgespeichert. Sprich Leute, ihr als Freund habt jetzt den gemerchten Spezialfahrzeug vom Glitcher bekommen. Sprich Leute, wenn die Glitcher ja auch das Spezialfahrzeug wieder zurückhaben möchten, müsst ihr einmal den Giftgas-Friends Spezialfahrzeuge einmal wieder zurückmachen, dass das auch bekommt. Aber Leute, das war es generell jetzt schon mit dem Glitch. Ich weiß, es ist jetzt nicht der leichteste und auch jetzt nicht der schnellste. Deswegen, wenn ihr Hilfe braucht, Leute, kommt auf meinen Discord-Server und wir werden das Ganze schon hinbekommen. Aber gut, Leute, wenn euch dieses Video trotzdem gefallen hat, dann würde ich mich übelst von dem fetten Daumen nach oben geben könntet. Und für die Leute, die mich immer noch nicht abonniert haben, warum nicht? Der Glitch funktioniert doch. Also würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann, euer Bombard. Ciao.